Der dritte Tag im Missencamp steht ganz unter dem Motto Fitness. Was hier in der Gruppe noch relativ gemütlich aussieht, verwandelt Mandu-Erfinder Toni Klein gleich in ein echtes Missen-Bootcamp. Wir machen ein paar Sachen. Erstens machen wir Mandu. Muskeltraining, klar, jeder braucht einen schön trainierten Körper. Und dann gehen wir noch raus, machen wir ein bisschen was für die Ausdauer und dann machen wir noch ein paar spezielle Messungen, dass man sieht, wie man beieinander ist. Was ist Mandu genau? Mandu ist relativ einfach. Jeder von uns hat 656 Muskeln. Die Kern trainiert, sonst werden sie automatisch weniger und der Körper schlapper. Muskeln verbrennen Fett und bei Mandu geht es in Rekordzeit. Man kräftigt mit Hilfe der Elektromuskelstimulation einfach den Körper. So wird das einfach schneller gemacht, dass man in kurzer Zeit einen schönen Erfolg hat. Also Mädels, ran an den Speck, obwohl von dem wirklich nicht viel zu sehen ist. Es heißt raus aus dem Falkensteiner Hotel, Beine in die Hand nehmen und los geht's. Und während unsere Missen testen, wer die schnellste im Land ist, hat sich eine kleine Gruppe dazu entschlossen, Mandu einfach mal selbst auszuprobieren. Doch dafür muss man sich erstmal zu etwas ganz, ganz Gemeinem überwinden. Kilos zählen. Ich war schon lange nicht mehr auf der Waage und ja, ein kleiner Schock. 2 Kilo zugenommen in einem Monat, seitdem ich zum Arbeiten angefangen habe. Aber das ist alles kein Problem, lässt sich richten bis zur Miss Austria-Wahl. Was hast du sonst noch erfahren bei der Auswertung? Dass ich ein bisschen mehr trainieren sollte, Muskelmasse aufbauen und eben mehr Eiweiß essen. Während es hier um die inneren Werte geht, haben unsere Vize-Miss Vienna und Steiermark nur noch Muckis im Kopf. Und zwar nicht die von Mandu-Coach Fabian Plato, sondern ihre eigenen. Ich weiß, ich bin Zucker, dir wird heiß. Da wird gedrückt und gepusht und das alles mit leichtem Strom, um die Muskeln zusätzlich zu stimulieren. Puh, sieht ganz schön anstrengend aus. Aber da kommt auch schon der Retter in der Not. Ein Glas Wasser löscht den Durst und unsere Mädels, die sind so richtig schön motiviert. Also es war voll geil, also wirklich, es macht Spaß. Natürlich ist es am Anfang anstrengend, aber man fühlt sich danach so viel, also viel, viel besser als vorher. Aber trotzdem ordentlich aus der Puste gebracht. Ja, das auf alle Fälle. Also ich hätte mir das echt nicht erwartet, aber 15 Minuten machen einen voll fertig. Aber du merkst, das hat sich was getan. Wo habt ihr das am meisten gespürt? Bei mir waren es die Oberschenkel und den Bauch. Beschreib uns das Gefühl. Es war so ein Kribbeln. Am Anfang war es kitzlig, also war es wirklich kitzlig. Und dann ist es immer stärker geworden und immer mehr Impulse hat man gespürt. Aber es war echt cool. Fabian Plato hat euch trainiert. War der streng? Ich glaube, er war noch sehr, sehr lieb zu uns. Ja, sehr human. Das war, ja, ich glaube, er hat das sicher noch, kann auch sicher noch mehr in den Arsch treten. Tja, für denselben gibt es leider keine lange Verschnaufpause, denn Diana Luega has entered the building. Die Zweitfrau Sängerin ist nicht nur eine echte Powerfrau auf der Bühne, sondern auch ein wahres Energiebündel beim Yoga. Oder könnte sie sonst den durchhängenden Hund, die aufrechte Schlange, den blühenden Baum oder wie das alles heißt? Yoga eigentlich begleitet mich schon sehr lange. Ich habe vor 2 Jahren dann die Ausbildung gemacht zum Yogatrainer und habe ganz eine tolle Lehrerin gehabt in Wien und überhaupt so viele Workshops gemacht, auch in Indien und so weiter. Unterricht auch selber. Das ist einfach so ein schöner Ausgleich irgendwie zu der ganzen Medienbranche und zu Musik machen. Ein tolles zweites Standbein. Das macht mir einfach persönlich voll viel Spaß. Und es war auch irgendwie ganz lustig mit den Mädels heute da mal. Ich glaube, für sie auch mal eine neue Erfahrung für viele von den Mädels. Und ja. Ist auf jeden Fall ein super Ausgleich, Yoga, ein bisschen runterzukommen vom Stress, trotzdem den Körper zu kräftigen und was für sich zu tun. Also bitte, Yoga mit Yogi Diana und die Missen müssen mit. Aber so einfach ist das alles gar nicht. Trotzdem verlassen unsere Mädels top entspannt den Yoga-Raum. Es war toll, hat viel mit Entspannung zu tun, aber auch mit Dehnungen und gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Joggen, Mandu, jetzt Yoga, genau. Jetzt reicht es dann aber, oder? Ja, also Yoga werde ich noch dazu nehmen, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so viel Spaß macht. Dann habe ich mein Trainingsprogramm zusammengestellt bis zum 3. Juli. Ich bin total entspannt, es ist aber echt anstrengend, ich habe es zum ersten Mal gemacht und es schaut einfach aus, aber es hat es in sich. Also es sind wirklich Übungen dabei, ich habe es in die Hände total gespielt, wenn wir es immer abgestützt haben. Es ist wirklich anstrengend, aber total lustig. Willst du das in Zukunft auch machen? Hast du das ein bisschen für dich entdeckt, da den liegenden Hund? Ja, also ich muss sagen, mir ist das echt gut gefallen. Und bei mir im Fitnessstudio daheim bieten sie es einmal an. Und jetzt haben wir ja schauen, vielleicht werde ich da den Kurs gehen, bis sie mich Austria wollen. Na bitte, aber jetzt heißt es schnell umziehen, denn in der Lobby wartet schon wer auf euch. Nächste Stunde,
Tanzunterricht. Und da macht unsere Vize-Miss Salzburg ihre ganz eigene Show daraus. Fortsetzung folgt. I'm on the low road. Yeah. You'll be my girl.